Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zock dich durch die Kindheit. Heute mit einem Spiel, das man vielleicht mal gehört haben sollte, eventuell auch mal gezockt haben sollte. Relativ bekannt ist. Oh. What the fuck? Relativ bekanntes Spiel. Ein Titel auf der NES, auf jeden Fall. Wow! Fuck! Holy crap, der Zeitungsjunge. Also. Ich glaube, es hat aufgehört. Okay. Heute mit Paper. Wie wir im Intro schon gesehen haben, geht es halt um Paperboy, welches 1988 für die NES erschienen ist. Genau, und zwar wurde das Spiel 1984 von Atari entwickelt und kam dann auf Arcade-Cabinets raus. Portiert wurde es für die NES von Elite Systems und auch auf weiteren Konsolen. Auf dem Kabinettsystem damals gab es einen speziellen Controller, und zwar so einen Fahrradlenker mit zwei Knöpfen jeweils an der Seite, damit man die Zeitungen auswerfen konnte. Das Spiel ist im Zweispielermodus abwechselbar spielbar. Genau, und die Entwickler haben unter anderem auch das Spiel 720 Grad oder was auch immer, halt auf jeden Fall ein Skateboard-Spiel, und Klecks entwickelt. Und anschließend kam das Spiel auch vor ein paar Jahren auch für die letzte Generation der Spielekonsolen bzw. Handhelds für den iPhone und für die Xbox 360 raus. Ja, und auch auf vielen anderen Konsolen noch. Wir wollen heute das Spiel einfach mal für euch anzocken, wollen euch zeigen, worum es geht. Im Endeffekt ist es schnell erklärt. Das seht ihr dann in unserem Spielvideo. Willkommen jetzt im Game. Falls ihr vielleicht gemerkt habt, erstmal jetzt kurz vorweg. Wir haben jetzt einfach mal eine spezielle Einstellung für das Mikro vorgenommen, so dass mal die Rauschhacke da mal beseitigen. Und deshalb klingt es halt manchmal ein bisschen komisch, so als würden wir irgendwie so push to talken. Aber daran liegt sich. Auf jeden Fall willkommen zu Paperboy. Ja. 1 und 2. Also Robin. Jetzt starten wir mit dem ersten natürlich. Genau. Robin zockt den 1er an. Ich töte den 2er an, mal schauen. Und ja. Schaut es euch auf jeden Fall einfach mal an. So sieht's aus. Ich werde jetzt einfach mal gleich starten. Wir machen natürlich nur einen Player, weil wir sind nur ein Player. Genau. Das sind die Häuser, die wir beliefern müssen, die weißen. Die roten sind jetzt die Häuser, die wir nicht beliefern dürfen, beziehungsweise die noch nicht unsere Kunden sind. Genau. Wenn wir uns jetzt gut anstellen, dann haben wir die Möglichkeit, auch Customers dazu zu gewinnen. Also Voraussetzung ist auf jeden Fall, dass man keine Feste einschmeißt. Genau, so wie ich. Jetzt haben wir schon mal einen Kunden verloren für zwei Fenster. Ja. Ist drauf. Und ist ja die Steuerung so im Spiel? Ja, man sieht, man hat jetzt nicht so die. Also, ich muss sagen, es ist Zeit umwerfen. Geile Katze, die mich umrennt und so eine Kacke. Hund, Katze, irgendwas, genau. Also, die Steuerung. Da, ihr seht, ich kann nach links und rechts ausweichen. Ganz einfach mit. In meinem Fall jetzt Viereck. Das genau ist dann B wahrscheinlich. Yeah. Werfe ich die Zeitungen aus. Mit A auch. Und wenn ich vordrücke, kann ich ein bisschen Speed drauf geben. Gehe ich zurück, kann ich natürlich übel abbremsen. Jetzt habe ich seine aus verpasst, aber das ist scheißegal. Wir sehen natürlich auch jetzt hier, dass überall Gefahren lauern. Zum Beispiel dieser rollende Reif, der von nichts her einfach so mal aus der Ecke da rauskommt. Müssen wir auch über die Straße fahren, wo jetzt diese heftigen Biker hier rumheizen. Deswegen jetzt mal schnell beeilen und ganz knapp auch nur dran vorbeikommen. Ja, genau, hier haben wir jetzt einen heftigen Breakdancer oder der Typ, der versucht seine Hose auszuziehen. Ich bin mir nicht sicher. Oder anzuziehen. Genau. Die Wirkung der. Dann dieser Mini-Paperboy oder der Future-Paperboy, der von Fahrradfahren übt auf jeden Fall mal. Und uns damit auch ein bisschen auf den Sack geht, weil er natürlich direkt auf dem Bordstein blockiert. Und dann haben wir hier Jerkboy, the Wanky, der hier fleißig den Boden bepflastert.
besamt. Gedichtet. Aber die Garage beliefert auch nicht schlecht. Überall vor den Non-Customer-Häusern, warum auch immer, liegen auch mal diese Zeitungspakete, die wir natürlich auch mitnehmen können. Zum Beispiel ist der Knecht uns jetzt nicht. Alles klar. Wankboy. Albino Skater ist auch dabei. Der Albino Skater ist einer der nervigsten, weil er einfach brutal schnell auf euch zukommt. Wenn man Pech hat, kommt auch noch die Redneck-Oma direkt aus einem dieser roten Häuser raus. Ja. Was auch ziemlich beschissen ist, weil die auch relativ schnell ist, ne? Ja, jetzt kommt der Training-Cast, den man, ja. Keine Ahnung. Aus unerfindlichen Gründen absolut nicht spielen muss. Und manchmal auch nicht wirklich überlegt. Ist eigentlich mega beschissen. Auch dumm und eigentlich total unnötig. Also wenn wir jetzt versagen würden, im Prinzip direkt im zweiten Tag durchstarten. Mhm. Was es uns bringt, wenn wir diesen jetzt gewinnen, ich habe keine Ahnung, abgesehen von den gesichtslosen Knechten, die da uns zuwinken fleißig, bringt es glaube ich nicht viel. Jetzt sehen wir auch gleich, dass da ein paar Leute ihre ihr Abo gecancelt haben praktisch und wir die jetzt natürlich nicht mehr beliefern müssen. Und wenn wir unseren Job gut machen, kann es natürlich sein, dass wir da ein paar zusagen. Genau. Was mir manchmal aufgefallen ist, ist einfach auch, dass diese roten Häuser teilweise Briefkästen haben. Ja. Die meisten haben es nicht. Ein paar haben es. Finde ich eine geile Sache irgendwo. Weil auch die beliefere ich jetzt einfach mal, um zu gucken, ob ich dann eventuell... Oh, Tornado. Oh, Tornado, Reifen, alles. Oh, also, Hoverboys, oh. Nichts unmöglich. Und wenn was passiert, dann meistens zeitgleich. Der hat auf jeden Fall eine Zeitung vor der Tür. Scheißegal. Fenster. Oh, der Tod ist persönlich. Und auch überall. Ja, er lauert überall. Echt so. Wollen, dass wir hier auch mal den Briefkasten treffen. Oder auch die Fensterscheiben. Gecancelt. Jetzt haben wir wieder eine schöne Katze. Das auch umrennt, wenn wir hinter ihr langschleichen. Ich weiß nicht, also manche Sachen finde ich sind echt schwer zu umgehen. Gerade die Katze oder diese Redneck-Oma, wenn die richtig durchdreht, Alter. Ey. Ich kann es mal ausprobieren, ob ich jetzt eine rauslocken kann. Aus ihrer Redneck-Gruft. Echt. Ja, wenn man hier jetzt zu lange bleibt, glaube ich, rennt einer einfach raus. Großen Catcar-Junge hier. Oh, wow. Skaterboy kommt auch. Alles klar. Raced. Wie Leben habe ich noch? Wahrscheinlich gar keins mehr. Oder? Eins hast du. Nee. Jo, Paperboy calls quit. Ich weiß jetzt nicht, wir haben eigentlich noch Zeit. Kann ich noch eine Runde machen? Ja, oder? Mach noch eine Runde. Einfach vielleicht sehen wir dann auch noch ein paar andere Sachen. Die Redneck-Oma ist auf jeden Fall ein Muss. Ja, eben deswegen. Genau, jetzt haben wir wieder, wir sehen wieder die Customers und die Non-Customers, ganz klar. Ja. Auffällig ist halt einfach, wie schon gesagt, dass manche roten Häuser einfach diesen Briefkasten haben. Andere wieder nicht. Warum? Keine Ahnung. Ist halt einfach so. Ja, muss man sich mit abfinden. Ich finde halt gerade grafisch gesehen ist es nicht unbedingt das, was die NES wirklich ausdrücken könnte, wenn man bedenkt, dass das Spiel ja 88 rausgekommen ist. Aber ich denke, das liegt einfach daran, dass das, wie gesagt, Atari-Titel, ein Titel von Atari ist. Viele wissen, dass die Atari halt etwas primitiv ist, also. Subscriptions, Abos bekommen. Ja, wenn ich es durch den ersten Tag schaffe, ich bin da immer noch ein bisschen am Zweifeln, ehrlich gesagt. Der seine Hose anzieht. Ja, seine Garage habe ich beliefert, der soll sich mal nicht so anstellen. Ne? Ja, das ist Gas. Oh nein, du Hure! Verpiss dich! Ah! Überlebt! Und zugestellt! Hey, heftiges Team. Oh nein! An dem Auto kommt man einfach absolut nicht vorbei, wenn man da unten ist. Ja, also es kann sein, dass man dauernd nicht mehr vorbeikommt. Oh, das gibt's nicht, Alter. Du bist so dumm. Papergold. Ah, jawohl, alles klar. Guck mal, wir halten mal die andere Seite, genau. Der Typ schon wieder. Also ich
würde gerne einfach durch den ersten Tag kommen, um zu sehen, ob ich vielleicht tatsächlich mit meinem ultimativen Score hier ein paar Customers kriege. Ehrlich. Die Redneck-Oma kriege ich dann nicht dazu. Nee, ich rausgehört. Ja. Oh, da ist er doch! Ah, ah. Und gleich verprügelt. Gut, Customers haben wir nicht bekommen, die Redneck-Oma dafür aber. Ich denke, ist eine gute Sache. Get out of my yard, boy! Ihr Paperboy 1 jetzt auf jeden Fall mal gesehen, könnt ihr euch ein bisschen was drunter vorstellen. Ich denke, viel weiter müssen wir jetzt auch nicht spielen. Ich glaube, ich schaffe sie eh meistens nicht durch den ersten Tag. Viel zu viele Gefahren. Ja, starten wir Paperboy 2, oder? So sieht's aus. Also gleich. Bis gleich. Willkommen zurück zu die Paperboy 2. Die erste Neuerung gleich zum Spiel schon sieht man direkt, wenn man starten möchte. Es gibt jetzt Paperboy und Papergirl. Ja. Man kann sich die Route aussuchen, ganz oben sieht man das. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1000 Millionen. Genau. Scheißegal, welcher er spielt, im Endeffekt sind es eh immer die gleichen Routen, nur unterschiedliche Häuseraufstellungen oder was auch immer. Keine Ahnung, ist auch egal eigentlich. Genau. Ich starte einfach mal als Papergirl, was können. Und dann sehen wir hier auch gleich die Häuser, den Parcours, der ist ein bisschen anders aufgebaut. Genau, es gibt jetzt praktisch zwei Straßenseiten, einmal die rechte, einmal die linke, die man dann beliefern muss. Sehen wir dann auch im Spiel wunderbar. Dicke Zombies. Ja. Wasserlauf nehmen. Ja. Also, man sieht halt gleich, dass die Non-Customers hier doch ein kleines Stückchen krasser dargestellt werden als jetzt in dem alten Spiel mit roten Häusern. Es ist halt so. Es ist halt so, dass die Non-Customers jetzt wirklich mega die Abwehrgeschütze auffahren, nur um dich daran zu hindern, deine Zeitungen auszuliefern. Wie man dann hier sieht, mit Gargoyles die Beats schießen und was ist da nicht alles? Ist hier ein kleiner Hund. Es geht bei dem Hund. Es geht bei dem Hund, Alter. Heftig, aber. Ja, und der Charakter sieht auch irgendwie aus wie ein Totenkopf. Schon. Ja, was jetzt auch halt neu ist, ist im Endeffekt genau, dass man diese Leute abwerfen kann. Da passiert halt immer irgendwas Blödes. Du kannst es mit jedem machen eigentlich. Ja. Genau. Also, ganz ehrlich, das Spiel ist drei Jahre später, glaube ich, nach dem Original Paperboy rausgekommen. Grafisch, ja, hat sich schon ein bisschen was getan, aber ich würde trotzdem dem anderen Teil nicht bevorzugen, ich persönlich. So fein. Ja, das weiß ich. Merkwürdig einfach, ein bisschen anders gestrickt. Keine Ahnung, ich finde den auch ein bisschen merkwürdig zum Zocken. So. Übel, heftig. Wie schon gesagt, die neuen Customers stellen einem schon mega die Fallen in den Weg. Dafür sehen die Häuser dann natürlich umso schöner aus jetzt mal. Ja. Also, die Customer-Häuser sind echt. Schwein vorbereiten. Ja, das hat er jetzt natürlich nicht geschafft. Dann haben wir hier den Typen, der allein seine Scheibe trägt. Warum auch immer. Ich glaube, der spielt schon darauf an, dass sie kaputt geht. Der hat eigentlich gar keinen Bock auf die Scheibe. Ja. Dann haben wir hier den Bodo, der seine Reifen verteilt. Ja, das Gegenstück zu der Redneck-Oma. Der Grumpy Grandfather, der hier seine Reifen versucht, euch in den Weg zu rollen. Eine nette Neuerung zu dem Spiel ist halt. Oh yeah. Genau, dass man das Schwein befreien kann. Nein, auch, dass man mit der Zeitung, die aus was weiß ich gemacht ist, die Kanonenkugeln beispielsweise abwehren kann, die Hunde abwehren kann, auch die Reifen. Also im Prinzip kann man alles damit abwehren. Das ist so die Zeitung der Macht einfach. Können wir echt ein Spiel drüber machen, finde ich. Zeitung der Macht. Zeitung der Macht. Wäre schon geil. Genau, und jetzt haben wir auch schon das Spiel sozusagen, oder die Runde, genau, geschafft. Am Ende dann wieder dieser Parcours, den man da, diesen Trainingsparcours, den man da bestreiten muss. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wenn man ihn verkackt, trotzdem am nächsten Tag landet, er hat jetzt mal alle Zeitungen beliefert und hat sogar einen Customer dazu bekommen. Yes! Sehr cool! Ja. Das ist schon
besser als die ganzen anderen Spiele, ja, wo wir es vorher gespielt haben, muss ich sagen. Yeah, jetzt haben wir auch einen Vogel abgeschossen und den Geist. Hast du den Vogel aber abgeschossen? Oh, der Typ, jetzt haben wir dem seinen Wagenheber weggeknallt, jetzt wird er zerdrückt unter seinem Auto. Die alten Arthrosekranken liegen von ihrer Schaukel. Alle mit Schaukel aus der Flur runter. Bam, okay, ja, kann ich dich beliefern. Also Paper Girl scheint sich besser zu machen als Paper Boy. Mhm. Sie nimmt ihre Arbeit ernst. Was wieder auf dem einfach zum Nachbarn rennen. Vielleicht mit dem Typen. Der ist auch mega gruselig. Sieht ein bisschen aus wie. Als würde er sein Penis dir entgegenstrecken, keine Ahnung. Ja, das. Entweder das oder ich fand jetzt gerade, dass der von hinten so ein bisschen aussah wie Animal aus dem Muppets. Scheiße. Okay, jetzt haben wir noch ein Leben. Wenn das Nullte mitzählt, dann noch zwei. Doch, doch, doch. Nein, die Tür beliefert ist. Sollte reichen. Jetzt haben wir hier wieder die Festung des Todes. Ich hab so gedacht, ich muss Kugeln werden. Nee, nee. Meinchen. Yeah, jetzt hat ihn haben wir auch befreit. Leider hat er auch angeschlagen. Jiha. Scheiß mal, Customers. Gefälligst Zeitungen. Also steuerungstechnisch ist der zwar ja schon jetzt, aber unbedingt mein Favorit. Okay, wir haben kein nulltes Leben. Paper Girl wurde gefeuert. Ja. Wie auch Paper Boy schon. Kein Problem, kein Thema. Jedenfalls haben wir jetzt sogar die Möglichkeit, uns in der Top 5 einzutragen. Ja. Auch schon richtig was rausgelassen, hey. Den ganzen Skill. 8800. Heftiger Shit. Fast vierter Platz. Krass. Ah ja. Jedenfalls war das jetzt Paper Boy 2. Das gibt's auch übrigens für die Super Nintendo. Und so weiter. Auf der Super Nintendo das Ganze nochmal grafiklich ein klein wenig aufgemotzt. Mhm. Ist halt einfach bunter, schöner und es hat auch ein paar mehr Sounds. Ich glaube auch, dass die Hintergrundmusik sich ein bisschen verändert hatte da im zweiten Teil dann. Ja. Gerade für die Super Nintendo. Ja, an sich. Also ich persönlich bin jetzt eher der Fan vom ersten Teil. Ja. Ist irgendwie simpler, ist irgendwie auch so Paperboy einfach. So. Einfach klassisch irgendwie. Wenn man sagt Paperboy, dann fällt mir auf jeden Fall nicht ins Auge so. Das Ding ist halt auch, ja, gerade wenn Robin das jetzt schon angesprochen hat mit dem Sound, lustigen Fact dazu, und zwar, vielleicht muss Robin, aber, und du auch nicht, Meißner, Meißner ist unser Bufti-Zuschauer, Knecht, und zwar hat damals ein Entwickler bei Sony, Soundentwickler, hat praktisch seiner Tochter die NES geschenkt, ja. Und er fand das zum Beispiel, das weiß man ja eigentlich auch, wenn man eine NES besitzt, dass die soundtechnisch begrenzte Kanäle hat. Also sprich, wenn du ja Musik hast, dann setzen ja, wenn du irgendwie jetzt eine Explosion hast oder sowas, setzen ja ein paar Musikinstrumente ja einfach aus. Okay. Genau. Und das fand er total scheiße, dass er dann praktisch bei Nintendo sich gemeldet hat und gemeint hat, hey, ihr habt ja vor, irgendwie eine neue Konsole zu machen und sowas. Ich würde für euch einen Chip entwickeln. Und das Coole ist, dass damals auf jeden Fall dann so die Sache entstand, dass Sony mit Nintendo zusammenarbeiten wollte. Den Rest kennt man vielleicht, kommen wir auch mal dazu drauf. Auf jeden Fall hat die NES, Super Nintendo genau, aufgrund von Sony eigentlich so einen richtig geilen Soundchip. Weil persönlich finde ich Super Nintendo soundtechnisch auch, was die Lieder angeht, irgendwie am geilsten. Ich finde die Super Nintendo allgemein einfach saugeil. Also es war einfach so meine Konsole, ja, auf der ich alles gezockt habe. War schon eine geile Zeit. Das ist jetzt einfach mal so wichtig. Ja. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid und könnt damit angeben, wenn ihr wollt. Genau. Genau. Also. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, zock dich durch die Kindheit. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Zock dich durch die Kindheit. Wie wir im Intro jetzt schon gesehen haben, geht es heute um Paperboy, welches
1988 für die NES-Konsole erschienen ist. Mach doch mal Neumeister. Mach euch doch mal Neumeister. Sind wir gut drauf, dass es erschienen ist. So ist's. Und zwar... Hat Bruno seinen Text vergessen, oh, oder? Nein, hab ich nicht. Nee, es erschienen ist. Ich bin voll perplex. Ich weiß nicht, ich so, weißt du, denkst, ah, warum labert gerade, gell? Herr, warum nicht? Willkommen zu Zock dich durch die Kindheit. Wie wir im Intro schon gesehen haben, geht es heute um Paperboy 2, welches 1988 für die NES erschien. Nein, es geht nämlich um Paperboy 1! Scheiße! Paperboy 2! Europa und wurde anschließend Meister. Ja. Okay.